In unserer heutigen Folge von Belehrungsfilm Spezial blicken wir auf das Thema Schutzausrüstung. Wie in den Pandemieplänen der einzelnen Länder aufgeführt, ist der Gesichtsschutz aus Augenschutz und Mund-Nasen-Schutz essentiell, um einer Ausbreitung der Pandemie durch Viren entgegenzuwirken. Die drei wesentlichen Gründe, die für einen solchen Schutz sprechen, sind: Erstens, viele durch den SARS-CoV-2-Virus Infizierte wissen gar nicht, dass sie den Virus in sich tragen und andere anstecken können, weil sie keinerlei Symptome haben oder wenn, nur ganz leichte. Diese Gruppe wird auf 80% der Erkrankten geschätzt, was die Lungenerkrankung Covid-19 zu einer der wohl gefährlichsten Ansteckungserkrankungen macht. Eine generelle Maskenpflicht, vor allem an öffentlichen Orten mit Augenschutz, würde die Weiterverbreitung somit ohne große Aufwendungen und Kosten deutlich eindämmen helfen. Zweitens, das Tragen einer Maske und eines Augenschutzes erinnert Sie zudem daran, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Jeder fasst sich pro Stunde bis zu 50 Mal ins Gesicht. Sind Augen und Mund geschützt, kann der Virus nicht in den Körper gelangen und sich weiter verbreiten. Drittens, die Dosis an Viren, die Sie im Moment der Ansteckung abbekommen, entscheidet über den Krankheitsverlauf. Das heißt, berühren Sie beispielsweise einen belasteten Einkaufswagen und fassen sich dann ins ungeschützte Auge. So hat Ihr Körper womöglich mit deutlich weniger Viren zu kämpfen, als wenn Sie zum Beispiel ohne Schutz durch eine Wolke von Viren nach dem Husten oder einem Niesanfall laufen. Mit dem Schutz von Augen, Nase und Mund schützen Sie sich in solchen Fällen und es muss davon ausgegangen werden, dass dadurch Ihr Immunsystem zum Start der Erkrankungen mit deutlich weniger Viren belastet wird. Beim Tragen von Schutzausrüstung müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie beim Berühren der Maskenaußenseite womöglich Viren aufnehmen. Wenn Sie danach die Innenseite der Maske berühren, ist eine erhöhte Gefahr der Ansteckung gegeben oder dass Sie die kontaminierten Finger in die Augen oder den Mund reiben. Deshalb nach dem Absetzen der Maske und der Schutzausrüstung unbedingt die Hände waschen und desinfizieren. Da es immer noch schwierig ist, an Schutzausrüstung zu gelangen, nutzen Sie die zahlreichen Ideen, um Schutzausrüstung aus Stoffen oder gar Staubsaugerbeutel selber zu erstellen oder zu erwerben. Diese Schutzmasken sind natürlich mit äußerster Vorsicht einzusetzen und ersetzen keine medizinischen Masken, die sogenannten OP-Masken oder Atemmasken der Schutzkategorien FFP2 und FFP3. Aufgrund der Ressourcenknappheit wird dieser Tage immer wieder der Hinweis gegeben, dass man medizinische Schutzmasken auch im Ofen aufarbeiten könnte. Das ist grundsätzlich möglich und wird so von Krankenhäusern auch praktiziert, da Viren ab einer Temperatur von 70 Grad Celsius sicher abgetötet werden. Das Problem? Die Aufbereitung im heimischen Ofen ist so gefährlich, da die Viren mit der Heißluft in alle Zimmer und in angrenzende Wohnungen getragen werden können. Beim Augenschutz achten Sie bitte immer darauf, dass die Brille eng anliegt oder nutzen Sie am besten Brillen aus dem Tauch- oder Motorsport. Soweit die heutige Folge mit unserer abschließenden Bitte. Bitte gehen Sie nur noch mit dem Schutz von Augen, Nase und Mund an Orte, wo andere Menschen verkehren. Wenn Sie dann noch den empfohlenen Abstand von mindestens 2 Metern einhalten, tragen Sie großartig dazu bei, dass weniger Menschen erkranken und unsere Krankenhäuser entlastet werden. Vielen Dank und bitte bleiben Sie gesund.